Den Film, der über eine Stunde geht, den wir im Internet entdeckt haben, oder anderthalb, hat ein Afghane namens, ich muss das, das sind für uns komplizierte Namen, namens Najibullah Qureshi gedreht, und zwar im Jahr 2010. Er ist so vorgegangen, dass er seinen Protagonisten, was Sie da gesehen haben, ich erkläre es gleich noch genauer, war ein Mann, der mit den Jungen handelt und sie auch selber benutzt. Und er ist so vorgegangen, dass er dem Mann, den Sie eben gesehen haben, gesagt hat, er macht einen vergleichenden Film über diese Art von Kultur, Anführungsstriche, dass erwachsene Männer kleine Jungen kaufen oder entführen und benutzen, und das macht man ja auch in Deutschland und oder in Europa, und er will das jetzt nur vergleichen. Er hat ihn in Sicherheit gewiegt, und sie haben gesehen, dass der Mann sich überhaupt nicht geschämt hat, sondern ganz im Gegenteil stolz war. Dieses Vorgehen nennt man in Afghanistan Bacha-Bazi, Jungenspiele. Und es ist eine ältere Tradition, die nicht nur in Afghanistan sehr bekannt ist und, wie ich heute gehört habe, durchaus auch in europäischen Ländern. In Deutschland ist es bisher weitgehend unbekannt. Der Filmemacher hat diesen Film im Jahr 2011 bei der UNO gezeigt, also nur um mal zu sagen, wie bekannt alles ist. Und es hatte auch scheinbar Konsequenzen. Man hat nach diesem Mann gesucht, und der ist aber geflohen. Übrigens ein ganz winziger Trost bei dem Phänomen: der kleine Junge, den Sie da gesehen haben, der konnte von dem Filmemacher gerettet werden. Der hat Geld gesammelt, und wenn man so einen Jungen retten will, normalerweise, wenn die fliehen oder so, dann werden die auch umgebracht. Und wenn man so einen Jungen retten will, dann muss man auch seine ganze Familie retten. Also der Filmemacher hat Geld dafür gefunden, und die an ganz anderer Stelle dann für die ein Haus gefunden und so weiter. Aber die Tausende, die weiterhin oder Zehntausende in den Händen solcher Männer sind, die konnten bis heute nicht gerettet werden. Die Jungen sind in der Regel zwischen 8 und 14 Jahren, also in der Vorpubertät, und werden gehalten wie Sklaven. Sie sind zum einen da zur Unterhaltung und auch zum Bedienen dieser Männer und natürlich auch zum sexuellen Gebrauch. Es sind Prestigeobjekte für diese Männer. Das sind dann mächtige Männer, die die Mittel haben, also an Jungen zu halten, Statussymbole. Mir hat jemand gesagt, ach Dunja, Sie haben mir das gesagt, dass in Afghanistan die Esel 10 Dollar das Stück kosten und die Jungen 5 Dollar, wenn man sie kauft. Das sind sehr, sehr arme Familien, die ihre Kinder abgeben. Sie sind oft auch, was man auch in dem Film sehen kann, Objekt von Gruppenvergewaltigungen, manchmal bis hin zum Tod. Man kennt das ja auch von Frauen. Wie gesagt, wenn sie fliehen, dann werden sie verfolgt und riskieren ihr Leben. Und diese Tradition ist vor allem bei den Patschunen, aber nicht nur, sondern im ganzen Land. Und man sagt zum Beispiel von Kandahar, die Hauptstadt der Patschunen, sagt man, dass jeder zweite Mann diese Jungenspiele betreibt. Ich bitte Sie, jeder zweite Mann. Es handelt sich also hier nicht um ein individuelles Vergehen oder Verbrechen, sondern um ein epidemisches Phänomen, das weite Teile der Bevölkerung betrifft. Und diese mächtigen Jungen haben auch in der Zeit der Alliierten, diese mächtigen Männer haben in der Zeit der Alliierten auch ihre Jungen mit in die Militär Basen genommen. Wir werden dazu gleich noch einiges hören. Alle wissen Bescheid, alle schweigen. Und das hat natürlich ungeheure Konsequenzen. Auch die Alliierten haben weggesehen und geschwiegen.
Ich möchte Jasmin Tabat dabei bitten, uns einen Artikel, wir haben lange suchen müssen, wir haben in den amerikanischen Medien und auch amerikanische Forschungsberichte gefunden, aber im deutschsprachigen Raum gab es fast nichts. Und die Korrespondentin der FAZ hat vor 2011 einen Artikel veröffentlicht, den Jasmin Tabat dabei Ihnen jetzt vorliest, und dann werden wir die Problematik vertiefen. Also der folgende Text der FAZ-Korrespondentin Friederike Böge, der erschien im Mai 2011 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ist ja schon eine Weile her. Ja, allerdings. Es gab keinen neueren. Ja, ich kenne das Phänomen Bad Shabbos, kenne ich ja auch nur als Schimpfwort aus dem Iran, aber es fällt mir auch nicht leicht, dieses vorzulesen, aber fangen wir an. Die Party soll in einem Industriegebiet am Stadtrand von Kabul stattfinden. Kurz nach 22 Uhr hält der Wagen vor einer unbeleuchteten Hofeinfahrt. Ein Schäferhund springt bellend gegen das Gatter. Der Gastgeber, ein rundlicher Mann, trägt eine grüne Uniform, an der Brust allerlei Abzeichen. Er ist der Polizeichef in einem Distrikt 2 Autostunden nördlich von Kabul. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. Zusammen mit einem Dutzend seiner Männer hatte er sich zwischen Computern und Büromöbeln bequem gemacht. Es gibt Wodka aus Kaffeebechern, geraucht wird Haschisch. Der Polizeichef hat einen Jungen mitgebracht, auch er in Polizeiuniform. Er ist vielleicht 16 Jahre alt, mit auffällig weichen Gesichtszügen. Und er ist einer der Tanzknaben des rundlichen Mannes. Setz dich, befiehlt er ihm. Der Junge gehorcht. Er nimmt aber nicht auf einem der Sofas Platz, sondern rollt sich zu Füßen des Polizeichefs zusammen, wie ein Hund. Dann streicht er sich affektiert mit der einen Hand die Haare glatt. In der anderen hält er eine Maschinenpistole. Die braucht er, denn er ist auch der Leibwächter des Polizeichefs. An diesem Abend hätte er sich ein Kleid überstreifen und mit Rasseln an Händen und Füßen für seinen Chef und dessen Gäste tanzen sollen. Weil der Lautenspieler kurzfristig abgesagt hat, fällt sein Tanz aber aus. Dafür gibt es dann Filmchen zu sehen, die der Polizeichef auf seinem Smartphone gespeichert hat. Jungen tanzen in einem Raum, umgeben von johlenden Männern. Sie zucken aufreizend mit Schultern und Hüften, werfen der Kamera Kusshände zu. Geldscheine rieseln auf ihre Köpfe nieder. Der Polizeichef zeigt auch 2 Filme mit tanzenden pakistanischen Huren. Die Jungen seien ihm aber lieber, sagt er und prahlt: Ich habe 5 Jungen. Sie sind wie Ehefrauen für mich. Batschaborsi heißt übersetzt Knabenspiel. Es ist ein archaisches Tun, das in Afghanistan und anderen Ländern der Region seit Jahrhunderten verbreitet ist. Reiche Männer halten sich dabei Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren, die nicht nur für sie tanzen, sondern sie auch zu gesellschaftlichen Anlässen begleiten. In vielen Fällen kommt es zu sexuellen Handlungen. Wenn ihre Herren zufrieden sind mit den Diensten, bekommen die meist aus bitterarmen Familien stammenden Knaben Geld und teure Geschenke. Der Batschabos, der Knabenspieler, trägt so seine finanzielle Potenz zur Schau. Und wenn sein Tanzknabe noch gut aussieht oder gut tanzt, steigt sein Ansehen noch mehr. Die Versuche, diesen Kindesmissbrauch zu bekämpfen, sind so alt wie die Anfänge des modernen afghanischen Staates. Da die meisten Knabenspieler einflussreiche Männer sind, war das nie sonderlich erfolgreich. Die Vereinten Nationen haben dennoch einen neuen Versuch unternommen. Die UN-Sondergesandte für Kinder in bewaffneten Konflikten, Radhika Kumaraswamy, hat die afghanische Polizei auf eine schwarze Liste gesetzt. Auf ihr sind die Kriegsparteien verzeichnet, die Kinder rekrutieren oder sexuell missbrauchen. In Kumaraswamys Jahresbericht 2010 werden die vom Westen unterstützten afghanischen Sicherheitskräfte nun in einem Atemzug mit Al-Qaida im Irak und der obskuren Lord's Resistance Army in Uganda genannt.
Das ist zwar peinlich für die Regierung in Kabul, aber weil die UN nur von der Rekrutierung Minderjähriger sprechen und nicht von systematischem Kindesmissbrauch durch die afghanischen Sicherheitskräfte, kann Präsident Hamid Karzai sein Gesicht wahren. Im Kleingedruckten des Berichts herrscht aber doch Klarheit. Manche Kommandeure auf Distriktebene, das ist ein Zitat aus dem Bericht, umgehen den formalen Rekrutierungsprozess und heuern Jungen an, darunter auch für sexuelle Zwecke. Vergewaltigung ist niemals Teil irgendeiner Kultur, sagt die Brillenburg-Wurt, zuständig für den Schutz von Kindern bei der UN-Mission in Afghanistan. Es sei eine Folge des Krieges, dass bestimmte Formen des Missbrauchs am Hindukusch besonders verbreitet seien. Der Krieg verstärkt die Übel, die es überall gibt. Ende Januar hat die Regierung in Kabul sich mit der UN auf einen Aktionsplan geeinigt. Mit dessen Hilfe sollen die Rekrutierung von Minderjährigen und deren sexueller Missbrauch verhindert werden. Kabul verpflichtet sich, den UN-Inspekteuren freien Zugang zu allen Polizeistationen zu gewähren, auch unangemeldet. Täter sollen vor Gericht gestellt werden können. Ja, siehst du, auch das habe ich gesehen. Ja. Die Brillenburg-Wurt ist für den Schutz von Kindern bei der UN-Mission in Afghanistan zuständig. 3 Tage nach der Vereinbarung des Aktionsplanes reiste sie in die entlegene Provinz Uruzgan. Dort wusste jeder von dem Aktionsplan, sagt sie. Der Führer einer Stammesmiliz habe ihr berichtet, dass er 7 minderjährige Kämpfer nach Hause geschickt habe. Ein lokaler Polizeichef habe ihr versichert, dass der Teejunge mit den kindlichen Gesichtszügen tatsächlich schon 22 Jahre alt sei. Frau Wurt glaubt, dass die Regierung es ernst meint. An schnelle Erfolge glaubt sie aber nicht. Die Opfer müssten um ihr Leben fürchten, wenn sie ihre Peiniger anzeigten. Solange es kein Reintegrationsprogramm für diese Kinder gibt, können wir ihren Schutz nicht sicherstellen. Die Mühlen der afghanischen Justiz mahlen langsam. Das musste auch der ehemalige Staatsanwalt von Kunduz, Hafizullah Khaliryar, erleben, der das System der Bachabazie bekämpfen wollte. Vor 2 Jahren veranlasste er zahlreiche Razzien. Dabei ließ er auch den Musiker Feruz Kunduzi festnehmen, der mit illegalen Bachabazi-Videos berühmt geworden ist. Der Lautenspieler verkehrt in höchsten gesellschaftlichen Kreisen. Für saftige Gagen spielt er auf Bachabazi-Partys. Er blieb nicht lange im Gefängnis. Einflussreiche Männer wie Maulana Said Khili, der inzwischen ermordete Polizeichef von Kunduz, Khalil Andarabi, der Polizeichef der Provinz Faribyat, und der afghanische Vizepräsident Mohammed Rossem Fahin machten sich für ihn stark. Wenig später war Staatsanwalt Khaliryar seinen Posten los. Dieser Fall ist der Grund, warum ich noch immer keinen Job habe, sagt er. Wenn überhaupt einmal gegen das System der Bachabazi vorgegangen wird, dann trifft es meistens nur die Knaben, nie ihre Peiniger. Einem Bericht der afghanischen Menschenrechtskommission zufolge verbüßen 12% der männlichen Insassen von Jugendgefängnissen eine Strafe wegen Homosexualität oder Ehebruchs. Keiner von ihnen ist älter als 13 Jahre. Im Jugendgefängnis von Kunduz saß bis vor kurzem ein Tanzknabe ein, der von 2 rivalisierenden Milizchefs begehrt wurde. Er galt als besonders prestigeträchtig. Der Streit eskalierte, 2 Kämpfer wurden getötet. Das brachte dem Jungen eine Haftstrafe von 6 Jahren ein. Er sei schließlich der Grund für den Mord gewesen, hieß es. Solche tödlich verlaufenden Eifersuchtsdramen gibt es immer wieder in Afghanistan. Auch weil es den Knaben immer wieder gelingt, mehrere Knabenspieler gegeneinander auszuspielen. Die Sozialwissenschaftlerin Ingeborg Baldauf hat das in den 70er Jahren am Beispiel der usbekischen Minderheit in Afghanistan untersucht. Ein Bacha erpresst seinen Ara, stets mehr oder weniger deutlich mit der Drohung, er werde ihn verlassen, schreibt sie. Als Gründe für die Knabenliebe gelten ihr die strikte Geschlechtertrennung und der geringe Wert von Mädchen in der patriarchalischen islamischen Gesellschaft.
Baldauf schätzte, dass ein Drittel der usbekischen Männer im Laufe ihres Lebens an Bachabosi beteiligt waren. Vor dem Krieg gegen die Sowjetunion war es üblich, dass der Vater eines Tanzknaben um Einverständnis gefragt werden musste. Im Krieg jedoch wurden viele Jungen entführt, die Mujahedin-Kämpfer nahmen sich ihre Bachas mit Gewalt und Knabentanz entwickelte sich zu einem beliebten Zeitvertreib für Krieger, die ihre Familien über viele Monate nicht zu Gesicht bekamen. Die Mujahedin von damals sind heute afghanische Polizisten. Der Legende nach waren es die Taliban, die dem Treiben zwischenzeitlich ein Ende setzten. Der frühere Taliban-Botschafter Mullah Saif schreibt in seinen Memoiren, erst nach der Eroberung von Kandahar durch die Islamisten sei die alte Gewohnheit, sich Jungen zu halten und Ehebruch zu begehen, beendet worden. In den schriftlichen Verhaltensregeln für ihre Kämpfer halten die Taliban bis heute fest, dass sie keine Jungen ohne Bart in ihre Quartiere mitnehmen dürfen. Den Islamisten geht es freilich weniger um den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch, sondern um das Verbot von Homosexualität, die während des Taliban-Regimes mit dem Tode bestraft wurde. Obwohl fester Bestandteil der Kultur, gilt Bachabosi als unislamisch. Das bereitet selbst einigen Beteiligten Gewissensnöte. Ich habe meinem Kommandeur schon oft gesagt, dass man wegen des Bachas im Dorf schlecht über ihn redet, sagt Sayyid Nurullah, der Leibwächter eines Milizchefs in Kunduz. Der Kommandeur sagt, dass er die Soldaten bei Laune halten muss, damit sie das Dorf beschützen. Ohne den Tanzknaben würden weniger Kämpfer bei ihm anheuern, vermutet Nurullah. Der Bacha, ein 11 Jahre alter Junge, sei von sich ausgekommen, sagt der Leibwächter. So wie sich schon viele Jungen aus mittellosen Familien angeboten hätten. Er habe seinen Eltern vorgelogen, dass er als Wanderarbeiter nach Iran gehe. Alle 3 Monate kehre er heim, bringe seiner Familie Geld. Nurullah sieht sich selbst als Diener. Der Junge gibt mir Befehle. Er sagt, wenn ich ihm warmes Wasser zum Baden machen oder Eier kochen soll. Er will immer neue Kleider und das beste Essen. Das ist sein gutes Recht, denn wir verlangen ja auch, dass er für uns tanzt. Zugleich sei er für den Schutz des Jungen verantwortlich, sagt Nurullah, damit kein anderer Kommandeur ihn entführt. Bei der Staatsanwaltschaft in Kunduz sprechen öfters Frauen vor, die ihre Ehemänner anzeigen wollen, weil diese sich einen Tanzknaben halten. Von solchen Problemen kann auch Nurullah berichten. Der Kommandeur gibt mehr Geld für seine Frau aus als für den Jungen, damit sie sich nicht beschwert, sagt er. Wenn bei einem Tanzknaben der Bartwuchs einsetzt, wird er uninteressant. Vielen bleibt dann nur der Weg in die Prostitution. Es kommt aber auch vor, dass die Beziehung des Knaben zum Knabenspieler ein Leben lang hält. Wenn er loyal ist, kann er Assistent des Kommandeurs werden, sagt Nurullah. Oder er wird mit einer seiner Töchter verheiratet. In Kabul ist gerade eine Ausstellung zu sehen, die einen Tabubruch darstellen könnte. Der Fotograf Ali Batur zeigt dort Bilder 3er Männer, die früher Tanzknaben waren und sich heute als drogensüchtige Bettler, Stricher und Auftragstänzer durchschlagen. Einer wurde entführt, ein anderer von seiner Stiefmutter vor die Tür gesetzt. Auf den Fotos sind alternde Jünglinge zu sehen, die Lippenstift und Kajal auftragen und sich mit der Pinzette die Barthaare ausreißen. Im Publikum sitzen vollbärtige Männer mit Turbanen, die die Tänzer selig und gierig anstarren, und Familienväter, die ihre Söhne mitgebracht haben. Das Kulturhaus, in dem die Bilder gezeigt werden, hat jedoch die afghanischen Medien nicht informiert. Man will kein Aufsehen. Er setzt sein Leben aufs Spiel, sagen Menschenrechtler in Kabul über Ali Batur anerkennend. Der Polizeichef mit den Handyvideos versteht die Aufregung um die Tanzknaben nicht. Auf RTL, der Sender ist in Afghanistan über Kabel zu empfangen, habe er nackte Frauen gesehen, die sich vor der Kamera räkeln. In Afghanistan sei das undenkbar, sagt er abschätzig. Selbst wenn wir afghanische Frauen finden würden, die bereit wären, für uns zu tanzen, würde die Regierung sofort einschreiten. Ja. Ja, danke, Jasmin. Wie gesagt, der Text ist aus dem Jahr 2011 und auch durch intensivste Recherche haben wir keinen aktuelleren gefunden. Habe ich richtig verstanden, Jasmin, dass du sagst, im Iran gibt es dieses Phänomen nicht? Nein, das weiß ich nicht. Also ich kenne es nicht. Ich bin aber auch behütet aufgewachsen und seit 35 Jahren hier. Also ich sage immer, ich bin ja jetzt nicht, also
von draußen, aber ich kenne den Begriff, kenne ich nur als Schimpfwort. Ah, ja. Und das ist auch so ein Ding, wenn man so ein, also eine Sache, ich will es nur einmal gesagt haben, weil man liest so einen Text und dann denkt man irgendwie, vielleicht, man kann es, wenn man blöd ist, das auch so lesen, dass man denkt, naja, das ist die Kultur da. Sie sagt ja auch einmal so, fester Bestandteil der Kultur. Und ich frage mich halt, ab wann fängt ein Phänomen, zum Beispiel so ein Missbrauch an, Teil der Kultur zu sein? Und wer sind wir? Also letzten Endes, schau doch mal, ist dann der Missbrauch in der katholischen Kirche Teil unserer abendländischen Kultur? Oder ich habe bei weiten Sachen da, wo er das alles beschrieben hat, da habe ich gedacht, das ist ja wie bei Epstein. Also, dass diese ganzen Politiker kommen und sich an diesem Kindesmissbrauch mit den irgendwie beteiligen, das gibt es natürlich auch bei uns. Trotzdem ist es natürlich wichtig, darüber auch zu reden und das nicht jetzt tot zu schweigen, weil man Angst hat vielleicht, weißt du, da. Klar. Ja. Ja. Nein, das ist ja eh klar, das ist keine Frage. Ab wann, und das habe ich auch vorhin wann? die Nachricht und so gefühlt. Ich habe gesagt, ab wann kann man sagen, ist das Teil der Kultur? In Deutschland zum Beispiel, ich habe mich ja traurigerweise mit dem Phänomen des Kindesmissbrauchs seit vielen Jahren beschäftige ich damit. In Deutschland war der Kindesmissbrauch bis zweite Hälfte 70er kein Thema. Also ich erinnere mich, als Emma im deutschen Sprachraum 1978, glaube ich, das erste Dossier über Kindesmissbrauch. Da war zunächst vor allem von Mädchen die Rede. Heute wissen wir, dass Mädchen vor allem missbraucht werden innerhalb der Familie und der Freundeskreise und Jungen innerhalb der Institutionen. Aber Mädchen doch um ein Vielfaches mehr noch. Als wir das zum ersten Mal geschrieben haben, haben Leute gesagt, wir sind verrückt. Und andere, das waren Zeiten, da bekamen wir zum Beispiel in der Emma-Redaktion auf Berichte über Sexualverstümmelung, Klitorisverstümmelung, bekamen wir Waschkörbe von empörten und klugen Briefen von deutschen Frauen, die auch die Parallele zogen, ja, über die Kastration von Frauen, psychologisch oder auch körperlich. Aber auf dieses Dossier, das ich selber betreut habe und wo ich sehr darauf geachtet habe, dass es eventuelle Opfer, dass die dadurch sich identifizieren können und äußern können, und das wir überhaupt nur gemacht haben durch folgenden Anstoß. Eine Anwältin im Berliner Frauenhaus meldete sich bei uns und sagte, mir fällt auf, die da arbeitete, mir fällt auf, dass die Mütter, die mit ihren Kindern zu uns kommen, die dann natürlich sehr oft Gewalt- und Vergewaltigungsopfer sind, dass sehr oft die Kinder missbraucht sind. Und eines dieser Mädchen, eine 14-Jährige, hat gesagt, ich bin bereit, mich zu wehren, ich bin bereit zu klagen und so weiter. So. Und auf dieses Dossier gab es noch nicht mal eine Postkarte. Es vergingen Jahre, bis sich die ersten Organisationen bildeten, wie Wildwasser und so weiter. Und fast bis heute, es hört nur langsam auf, sprechen mich Frauen an, irgendwo auf der Straße bei einer Veranstaltung und sagen, übrigens Frau Schwarzer, übrigens Alice, das war das erste Mal, dass ich verstanden habe, dass ich nicht allein bin. Also, das Tabu bei uns, du hast das jetzt angesprochen. Ist, dass es nicht einmal einfach und so dass ist. Ich, das und ist, dass ich nicht als Opfer schuldig bin, dass ich nicht das schmutzige Mädchen bin oder der schmutzige Junge, der das provoziert hat. Um zu sagen, du hast vollkommen recht, das Phänomen ist nicht nur ein tragisches afghanisches, sondern ist ein weltweites. Und wir haben eben jetzt 50 Jahre Frauenbewegung hinter uns, die Opfer ermutigt hat. Und wir sind selber oft Opfer. Es gibt ja nicht hier die großen Siegerinnen und die großen Feministinnen und da die armen Opfer. Das sind ja meistens ein und dieselben Personen. Dass es bei uns thematisiert wird. Und dann hat es noch mal ein paar Jahrzehnte gedauert.
nur zum Beispiel wir, Emma, sind über Jahre und Jahrzehnte eingeschüchtert und diffamiert worden. Man würde ermutigen, den Missbrauch des Missbrauchs. Also die Opfer lügen, die Mütter lügen, die hetzen die Frauen rein. Also da musste man schon ganz schönes Durchhaltevermögen haben und den Kopf hochhalten, um das zu sagen. Also kein Wunder, dass jetzt in Afghanistan, wo nicht gerade die Stunde der Opfer schlägt, die reden, ja, dass das da völlig tabu ist. Ich muss allerdings sagen, ich bin über das Ausmaß, das epidemische Ausmaß, dennoch auch erschrocken. Wobei bei uns ist es ja auch so, jedes dritte Mädchen, jeder, was weiß ich, wie viele Junge sind Opfer. Da wurde gerade in dem Text der Kollegin die Zahl genannt, jeder dritte Mann hält sich so, solche Jungs. Ja, und ich hatte in meinem Material, habe ich die, ich komme jetzt nochmal drauf gleich nach dem Gespräch mit Dunja. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ist das auch eure Erfahrung oder also die Afghanistan-Expertinnen? Ja, natürlich. Völlig tabu. Nun kommen wir mal zur Rolle der Alliierten. Was haben die getan? Die Alliierten kommen nun nach Afghanistan und tragen die Menschenrechte sehr, auf einer sehr großen Fahne vor sich her. Was haben die getan? Denen war natürlich das Problem sehr schnell bekannt. Und wir werde ich mit einer der 93.000 Soldatinnen darüber reden, Deutschen, die jahrelang da war. Sehr schnell bekannt. Aber wie war die Haltung? Die Haltung war folgendermaßen, dass man den Soldaten und Soldatinnen gesagt hat, das geht uns nichts an. Das sind andere Sitten, das ist eine kulturelle Eigenheit und ihr habt da wegzugucken. Und was passierte, wenn sie doch nicht wegguckten? Ich will zwei amerikanische Beispiele von vielen möglichen zitieren und dann kann uns Dunja Neukamp erzählen, welche Erfahrung sie gemacht hat. Also zum Beispiel der US-Soldat Buckley hat protestiert. Ich glaube, das war 2012 oder so. Ich habe mir jetzt das Jahr nicht aufgeschrieben. Und er hat mit seinem Vater telefoniert und hat gesagt, ich kann nachts die Schreie der missbrauchten Jungen im Camp hören. Wie gesagt, mächtige afghanische Kommandeure brachten ihre Spielzeuge mit. Ja? Und dieser Soldat, ab und zu gibt es eben Menschen, die sagen, nein, hier halt, schön, Gott sei Dank, die bringen die Welt in Gang, die anderen nicht. Die anderen, die weggucken und schweigen. Ja, also und er hat seinem Vater gesagt, ich kann die Schreie der Opfer hören und ich kann das nicht länger hinnehmen. Und er hat versucht, etwas in Gang zu bringen und wurde 2011 erschossen. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Der afghanische Soldat Gult Badin, der bekannt war als besonders loyal auch mit seinen Kameraden, der hat 2015 zur Überraschung aller plötzlich losgelegt und hat 5 britische Kameraden erschossen. Da hat man sich natürlich gedacht, dieses scheinheilige Geschöpf, ein Taliban-Sympathisant, der hat mal losgelegt. Nein, und als man aber die Hintergründe erforschte, wurde klar, er hat britische Soldaten erschossen, die versucht haben, einen afghanischen Kommandeur zu schützen. Und dieser afghanische Kommandeur hatte ihn seit Jahren missbraucht und gefoltert und sexuell missbraucht. Also das sind nur 2 Fälle von vielen. Und hier sitzt Dunja Neukamp. Danke, dass Sie gekommen sind, Dunja. Sie waren zwischen 2002 und 2010 im Einsatz im medizinischen Chor, wie heißt das? Ich bin mit der militärischen Sprache nicht so vertraut. Bei den Sanitätern. Bei den Sanitätern ist ein viel einfacheres Wort. Als Psychologin, wie ist das? Was haben Sie von dem Phänomen mitbekommen? Also ich war ja relativ zeitnah 2002 als erstes in Afghanistan. Ich bin Krankenschwester und war dort auch im Feldlazarett eingesetzt. Und schon auf dem Weg zum Lager sah ich das erste Mal, dass Männer Hand in Hand
aber vielleicht dein Kleid knistert. Okay. Jetzt knistert es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Ja, und da habe ich halt dann das erste Mal gesehen, dass Männer Hand in Hand durch die Stadt liefen. Und für mich war das merkwürdig, weil ja im Vorfeld schon gesagt wurde, dass Homosexualität ja verboten ist. Und ich habe dann auch nachgefragt und habe gesagt, ja, wie ist das hier so? Und ich habe die gesehen, Hand in Hand. Und die sahen aber, also vom Alter waren die auch gleich alt. Und dann hieß es, ja, das ist freundschaftlich. Okay, dann habe ich nochmal weiter nachgefragt und dann wurde mir eben auch erklärt, ja, die ersten sexuellen Erfahrungen finden innerhalb des Männerkreises statt, weil man muss sich eine Frau auch leisten können. Gut, auch das habe ich mir dann gedacht, okay, das ist hier so in diesem Land. Ich muss auch nochmal vorausschicken, wir wurden für diesen Einsatz, was Kultur betraf, überhaupt nicht vorbereitet. Ja, also es war ein großes Versäumnis und wenn nicht jeder selbst sich mal irgendein Buch in die Hand genommen hat und ein bisschen belesen hat, der ist da wirklich ohne Ahnung dieser Kultur, der vielen Kulturen in Afghanistan, darunter gegangen und war über viele Dinge natürlich auch verwundert. Und so wunderte ich mich natürlich auch mal, als ich einen afghanischen Polizisten gesehen habe, im Range eines Offiziers, der einen kleinen Jungen an der Hand hielt, der stark geschminkt war. Und dann habe ich nachgefragt und habe gesagt, was ist das jetzt, was bedeutet das? Ja, das ist ein Tanzjunge. Und ich lasse solche Sachen eigentlich nie stehen und habe ich nochmal nachgefragt und nochmal bei jemand anderem nachgefragt, weil also bei dem Übersetzer bin ich irgendwie auf Granit gestoßen. Und dann wurde mir eben nochmal erklärt, also diese Jungs, ja, die tanzen für Männer, die es sich leisten können und die sind aber auch für den Missbrauch da. Und das hatte mich dann wirklich auch schockiert und ich habe dann auch nachgefragt, auch bei den Vorgesetzten, habe ich gesagt, ich habe das gehört, stimmt es, wisst ihr das? Ja, das ist hier so eine Kultur. Wir hatten dann nochmal, und das war also auch so ein Erlebnis, wo mir auch so ein bisschen nochmal die Augen geöffnet hat, ich war ja wie gesagt, im Feldlazarett und ich war auch mit im OP, also ich habe als Anästhesie-Schwester auch die Narkosen mitgemacht und wir hatten da einen Jungen, also der war schon so in der Pubertät und der hatte aber nur eine kleine Kleinigkeit und wir haben, wie gesagt, am Anfang auch viele Afghanen medizinisch versorgt und dann, als wir den vorbereitet haben für die OP, habe ich halt festgestellt, dass der im Genitalbereich alte Vernarbungen und Verletzungen hatte. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann haben die auch gesagt, das kommt bestimmt eben aus dieser Zeit, als dieser Knabe missbraucht worden ist. Ja, was machen wir mit diesen Informationen? Ja, es wird weitergegeben und irgendwann verhallt es anscheinend. Es interessiert auch anscheinend weiter kein. Und was halt auch interessant war, dass gerade auch grundsätzlich bei vielen bei einigen Afghanen, die wir operiert haben, aber gerade auch bei diesem Jungen, was mich gewundert hat, der hat unheimlich viele Schmerzmittel gebraucht, also Opiate. Und dann wurde uns eben auch noch von einem Übersetzer erzählt, naja, man macht sich halt die Jungs auch so gefügig. Ne? Also ich meine, Opium ist ja da in rauen Mengen vorhanden und so macht man die sich auch gefügig. Und auch darüber haben wir uns wieder unterhalten und auch die Ärzte haben das weitergegeben. Und als ich da mal nachgefragt habe, ja, was passiert denn jetzt? Ja, wir geben das weiter an die örtlichen Behörden. Naja, ich meine, das hat sich ja da in dem Schreiben ja auch gezeigt, das verpufft einfach, weil ein Polizeichef will man nicht ans Bein pinkeln und es ist sowieso alles korrupt. Also hat man sozusagen die Augen verschlossen.
Und das ist jetzt ja nicht nur, sag ich mal, mit den Jungs, sondern es ist ja auch mit den Frauen. Also ich habe eine Patientin gehabt, eine Frau, der ganze Rücken war voller alter Narben. Und im Gespräch, also im etwas längeren Gespräch mit dem Übersetzer und so, der übrigens auch geflohen ist aus Afghanistan, wurde halt gesagt, ja, sie wurde halt von dem Sittenwächter auf der Straße aufgefangen. Und ich, mir geht's gerade durch. Und solche Sachen, sag ich, und was machen wir jetzt? Das kann man doch nicht so stehen lassen, weil ich ja ein sehr gerechter Mensch. Ich bin ja auch nach Afghanistan gegangen, blauäugig zugegeben, um wirklich da unten was zu verbessern. Also ich stehe jetzt hier für meine vielen Kameradinnen und Kameraden, die das alle wollten. Und dann erlebt man sowas und es sind einem die Hände gebunden, weil das System es einfach nicht hergegeben hat. Es wurden auch als Beispiel behinderte Kinder, oftmals auch Mädchen, auf die Straße geschubst, bevor ein ISAF-Fahrzeug vorbeikam. Weil wenn da ein Unfall, die haben das ja relativ schnell rausbekommen, wenn da ein Unfall stattgefunden hat, ist das ermittelt worden und dann ist praktisch an die Familie Geld gezahlt worden. Hatte man aber da ein Mädchen, das unansehnlich war, eine Behinderung, körperlich-geistige Behinderung hatte, das Mädchen wird wahrscheinlich nicht zu vermitteln sein in eine Ehe. Also war das vielleicht auch eine Lösung. Und nachdem das Gehäufte aufgetreten ist, gut, dann hat man gesagt, also so funktioniert es nicht. Man hat es dann versucht, auf anderem Wege zu lösen, aber das gerade so am Anfang, wo ja das Geld geflossen ist, man wirklich überall helfen wollte, war das schon eine Praxis. Ja, und Dunja, darf ich mal fragen? Ja. Also da ist zum einen das Leid, ist mein Mikro an? Das ist ja schön. Sie hören mich. Das ist gut. Da ist das Leid der Opfer. Ja, und dann sind doch auch Sie und Ihre Kameradinnen und Kameraden, Sie müssen ja irgendwie damit umgehen. Die haben eben kurz gesagt, das geht Ihnen auch jetzt, wenn Sie darüber reden, und das spüren wir ja auch sehr nah. Gab es da irgendwelche Hilfen während des Einsatzes oder danach? Ja, kann ich ganz klar verneinen. Also innerhalb vom Einsatz gibt es natürlich, dann gibt es sowas wie eine Krisenintervention. Meistens geht es ja da eher so um, wenn Gefechte waren oder wenn man angesprengt wurde. Aber ich war ja in meinem letzten Einsatz 2010, war ich als Psychologiefeldwebel tätig. Das bedeutet, mit dem Psychologen zusammen, um halt die Kameraden zu unterstützen. Und da hatte ich auch Gespräch mit einem Kameraden, der eben rausgefahren ist und wirklich viel Leid gesehen hat, viel auch mitbekommen hat, wie ein Mädchen verschleppt worden ist und so. Und dann konnten wir darüber sprechen. Und wie gesagt, es ist weitergegeben worden, es ist halt nichts passiert. Und ich weiß aber auch, weil ich auch ehrenamtlich in der Veteranenverein tätig bin, die eben Soldaten auffangen, die an posttraumatischer Belastungsstörung leiden. Und da geht es nicht nur um, ich habe irgendwo gekämpft und daraus habe ich irgendwie mein Trauma gezogen, sondern es gibt auch sozusagen moralische Traumata. Und unter anderem ist sowas, wenn man halt sowas mitbekommt, wie eben das mit Kindern, die vom Auto geworfen worden sind, oder dass man eben misshandelte, verstümmelte Menschen gesehen hat, also die durch die eigenen Leute sozusagen dazu gemacht worden sind. Wie auch dieses Beispiel mit diesem Jungen, dass das halt auch was mit einem macht. Und das Schlimmste daran ist, dass einem immer die Hände gebunden waren. Und ich habe mir oft überlegt, was hätte ich denn anders machen können? Aber mehr als darüber reden, es weiterzugeben und dass sozusagen die höhere Führung irgendwie sich darum kümmert. Aber das ist nicht passiert. Und ich weiß noch, ich habe mich mal mit amerikanischen Soldaten unterhalten, die auch ganz viel in der Fläche waren, ganz viel auch in den Dörfern waren und auch
schlimme Dinge erlebt haben. Und denen ging es genauso. Also auch denen sind die Hände gebunden. Und ich letztendlich weiß ich nicht, wie man zukünftig auch damit besser umgehen kann, also wie wir uns schützen können, weil, wie gesagt, es heißt ja so, melden macht frei, das ist so ein Bundeswehrjargon und wir haben es gemeldet, wir haben darüber gesprochen und es ist nichts passiert. Und wenn man überlegt, das ist ja aus 2011 und da waren ja die Alliierten ja auch schon 8 Jahre in diesem Land und wie traurig ist das einfach. Ja, so ist es, wie traurig ist das. Und es ist... Entschuldigung, aber es ist halt natürlich, es ist schrecklich, auch natürlich sehr schwer, aber wie verzweifelt und arm müssen Menschen sein, wenn sie ihre Kinder von Lastwagen werfen? Weil, also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das halt natürlich nicht ist, weil ihnen die Kinder egal sind oder so, sondern weil halt letzten Endes die Leute haben keine andere Wahl. Oder auch die ganzen, wir haben ja auch gesehen, es ist die Armut ist die Hauptursache dafür, dass dann irgendwie die Kinder sich den Soldaten anbiedern. Natürlich. Ne? Und, na klar. Und sagen, ich komme, dass die Eltern ihre Kinder verkaufen. Das kann auch keine Bundeswehr lösen, das kann auch keine ausländische Intervention lösen. Es ist natürlich eine Sache, die mit der Not und der Armut dieser Menschen zu tun hat. Und dann kommen wir wieder auf diese großen Themen, die ihr vorhin angesprochen habt, völlig richtig. Denn diese Milliarden an Geldern, die dann eben so verteilt werden, dass sie versickern. Und dass man halt immer die Entscheidung fällt, man fängt immer an, dass man immer sagt, die Kinder und die Frauenrechte, da können wir noch am ehesten drauf verzichten. Das ist irgendwie noch am wenigsten irgendwie wichtig. Ich habe auch, weißt du, weil ich mich auch so gewundert hatte letztes Jahr, dass alle so überrascht waren davon, dass die Taliban jetzt wieder in Kabul ist. Dann hat es mich wirklich nur 3 Klicks gekostet, einen Artikel zu finden von 2020, den ich auch übersehen hatte, weil gerade Corona kam und man sich nur damit beschäftigt hat, über die Verhandlungen, die Trump und Pompeo in Katar mit den Taliban geführt haben, wo sie ganz offen gesagt haben, dass sie das Land in 14 Monaten zurückgeben an die Taliban, weil die sollen jetzt irgendwie den Job übernehmen, in Anführungsstrichen. Ne? Und alle haben dann so überrascht getan. Und dass da irgendwas mit den Frauen und den Kindern ist, war halt in dem Fall wieder... Och, das sind immer die Letzten. Also ich denke, im nächsten... So lange wird sich auch nichts ändern. Im nächsten Panel werden wir nochmal auf diese umfassende Frage zurückkommen. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf Bacha-Basi. Nein, da hast du völlig recht. Auf Bacha-Basi. Es ist ja nicht nur so, dass das Unbehagen oder die Empörung und die Meldungen von Soldaten folgenlos waren. Die hatten sogar manchmal Folgen, und zwar Disziplinarverfahren für die Soldaten. Also amerikanische Soldaten sind degradiert worden deswegen, wenn sie bei der Sache nicht mitgemacht haben. Nun fällt allen das auf die Füße und mir liegt der große Bericht einer Analytikerin eines amerikanischen Regierungsinstitutes vor, Emily Prey, die diesen Bericht nach dem Abgang der Amerikaner für die neue amerikanische Regierung geschrieben hat. Und in dieser Studie sind nicht nur detaillierte und umfassende Informationen über Bacha-Basi, was jeder wissen konnte, sondern sie sagt auch, es war einer der Faktoren, die Taliban erfolgreich gemacht haben, dass sie versprochen haben, obwohl sie manchmal selbst, klar, Scheinheiligkeit lässt grüßen, Doppelmoral braucht man gar nicht drüber reden, aber dass sie versprochen haben, dieser Praxis in die Arme zu fallen. Und sie entwickelt nun im Auftrag der Regierung, der amerikanischen Regierung, eine Strategie für die Regierung Biden.
was getan werden muss im Zusammenhang mit Bacabasi. Ich sage nochmal die Zahlen, aber die sind bei uns ja auch nicht schlecht. Mal viel die Zahl, jeder dritte Mann macht es, mal viel die Zahl, jeder zweite Mann macht es. Also wir haben es flächendeckend mit einem epidemischen Phänomen zu tun und nicht mit irgendwelchen individuellen bösen Buben. Und sie rät der, die Analytikerin rät der amerikanischen Regierung, dieses Problem ernst zu nehmen. Sie sagt, bravo, dass man sich um Frauen und Mädchen gekümmert hat. Zumindest hat man es versprochen. Und das ist auch wichtig. Aber wir haben völlig ignoriert das Problem der Jungen. Und diese Jungen, die zerstört werden durch diese Praxis und die besonders in der Zeit der Alliierten, der Zeit, in der sie da waren, gewütet hat. Also die Warlords, diese großen Helden, haben besonders gewütet, auch in diesem Bereich. Und die Alliierten, wie gesagt, waren Komplizen und haben weggesehen. Und sie sagt, zukünftig müssen diese missbrauchten Jungen ein ganz zentrales, aktives Anliegen der Länder sein, die Afghanistan unterstützen. Und sie müssen ein zentraler Punkt der Menschenrechte werden. Es ist vielleicht überraschend, dass hier in einer feministischen Konferenz, wo es um die Frauenstimmen geht, ich jetzt so ausführlich eingehe auf die Lage der Jungen, aber Menschen sind ja unteilbar. Und wenn sie in Not sind, müssen wir allen helfen. Und vor allem hat natürlich diese kulturell akzeptierte Praxis von vielen, nicht von allen, hat natürlich fatale Folgen für beide Geschlechter. Zum einen, wie gesagt, sind die Jungen zerstört und sie werden später bleiben Opfer oder werden Täter, identifizieren sich mit den Tätern und praktizieren das nun selber. Und es wird durch diese Praxis eine Hierarchie unter Männern etabliert. Ja, es gibt oben und unten. Ne? Es gibt rein und raus. Es gibt die Schwachen, es gibt die Objekte und es gibt die Starken, die die Spielregeln machen und sich die Menschen greifen, denen sie wollen. Es gibt Herrscher und Sklaven. So ist es. Es geht um Macht. Es geht um Macht, ganz genau. Ja, lass mich eben den Gedanken zu Ende führen. Ich freue mich an deinem Temperament. Sofort, lass mich aber. Dabei habe ich gesagt, ich will eigentlich nichts sagen. Ne? Aber, hast du gesagt. Ja. Ich hätte jetzt auf dem Podium nicht dran erinnert. Aber ich will mal eben diese drei Punkte zu Ende führen und dann legst du los. Dann fördert es natürlich zusätzlich die totale Entfremdung zwischen Männern und Frauen. Mit Verlaub, die Frauen sind noch nicht mal wert, vergewaltigt zu werden. So einfach ist das. Die Frauen sind nicht Gegenstand, noch nicht mal Gegenstand der Begierde. Ja? Es gibt dieses Sprichwort, Sie haben das auch zitiert, Dunja, die Frauen sind da für die Kinder zum Gebären und die Jungen sind da fürs Vergnügen. Übrigens, die Frauen werden, wenn ich was Falsches sage, bitte ich die anwesenden Afghaninnen, mich zu korrigieren. Soweit ich informiert bin, werden die Jungen im Alter von etwa 12 Jahren in die Männerwelt abgegeben. Richtig, und haben dann mehr mit den Männern zu tun. Also sind auch als Söhne, also traditionell natürlich nicht in modernen Familien, als Söhne ganz entfremdet. Also diese Praxis unter Männern, unter mächtigen Männern und Opfern, ist völlig zerstörerisch, auch für die Frauen. Dieses totale Desinteresse an ihnen und der totale umfassende Ausschluss. Und Jasmin, was meinst du dazu? Ich wollte nur noch einmal sagen, auch Ihnen, weil dieses, für mich ist immer dieses Rausreden mit der, in Anführungsstrichen, Kultur, wenn man sagt, dass, oder wie es halt früher bei, wo du selber gesagt hast, wir haben Sachen aufgedeckt und dann hieß es, war immer schon so, wir machen das immer schon so. Das ist auch eine Ausrede für die eigene Bequemlichkeit und auch für die Feigheit, weil natürlich kostet es Mut, so etwas dagegen zu unternehmen. Und es ist, denn selbstverständlich ist es auch im Orient nicht normal,
Jungs zu vergewaltigen oder seine Frauen zu enthaupten und zu schlagen. Das ist genauso wenig ehrenwert, wie es hier ist. Nun ja, es spielen schon die Sitten eine Rolle. Und trotzdem, wenn die Sitten gegen die elementarsten Menschenrechte verstoßen, muss man sie bekämpfen. Dann sind das einfach verbrecherische Sitten. Also ich kann dir sagen, dass bis vor nicht allzu langer Zeit in unserer Kultur selbstverständlich war, dass der Vater einen Zugriff auf die Kinder hatte. Also ja, natürlich, also zum Beispiel grundsätzlich, es war nicht sehr shocking, es wurde nicht gesagt, es wurde nicht, zum Beispiel die klassische Konstellation ist eine Tochter, die erst später in die Familie kommt oder die Mutter stirbt und nun ist da noch eine Tochter und so, denk an Virginia Woolf und so, also unsere Literatur ist voll davon. Ich will sagen, das war Teil unserer Sitten. Deswegen ist das nicht zu entschuldigen und nicht zu rechtfertigen und muss trotzdem bekämpft werden. Weißt du, wenn das verbrecherische Verhalten auch noch Teil der Sitten ist, dann wird es ganz gefährlich. Ne? Nur mal. Aber ich glaube, wenn mögt ihr beide noch was zu dem Thema beitragen? Das ist schrecklich. Ja, es ist. Ja, aber also für mich war das wirklich augenöffnend und wie ich das gesehen habe, zum ersten Mal davon gehört habe und jetzt auch die Filme und Fotos, die Bettina Flinder aus dem Internet geholt hat, man musste länger recherchieren, um alles zu finden, aber wenn man erstmal will, dann kommt eine ganze Flut von Informationen, dass das alles bisher in der Politik des Westens kein Thema war, schlimmer noch, dass man die Soldaten und Soldatinnen auffordert, wegzusehen, dass man von kultureller Eigenheit spricht und so weiter. Also ich meine, du lieber Gott. Und jetzt sind die Amerikaner, die natürlich nicht so ganz glänzend dastehen, niemand steht glänzend da in der Sache. Jetzt gibt es sogar Empfehlungen für die Regierung, das doch jetzt endlich bitte zur Kenntnis zu nehmen, weil das sonst einer der Faktoren ist, warum es wieder den Bach runtergeht. Also ich freue mich, dass Sie heute alle hier sind und zumindest an dem Punkt wahrscheinlich viele von Ihnen Neues und Alarmierendes erfahren haben. Danke Jasmin, danke Dunja. Wir haben... Applaus